So, da sind wir wieder. Eine neue Folge von Planlos im All. Dieses Mal keine Gäste, bin ganz alleine, also müsst ihr euch mit mir zufrieden geben. Aber wir haben heute, ja, ich muss sagen, ein paar interessante Sachen. Und würde ich sagen, legen wir gerade mal los. Thema 1, die News der Woche. Ja, klar, alle wollen PTU sehen, aber machen wir einen Abschluss auch ein bisschen PTU. News der Woche ist eigentlich ganz, ja, schlicht zusammengefasst, habe ich ein paar Sachen organisiert, die ich euch auch zeigen werde. Und danach, ja, im Anschluss machen wir ein bisschen PTU. Und wenn jemand da ist, der noch zuguckt, der auch PTU mitmachen will, immer willkommen, kommt einfach ins TS bei uns rein und dann können wir zusammen mitzocken. So, würde ich sagen, gehen wir gerade mal zum News der Woche Around the Verse. Da gab es ein neues Sneak Peek und das ist. Für die Freelancer-Liebhaber unter euch ist das der Hammer. So, da haben wir das. Mal zeige ich hier mal. Brrrp, irgendwo hier. Zack, das da. Genau, hier haben wir es. Das ist das Sneak Peek der Woche. Da haben wir schön ein Freelancer-Interieur. Natürlich. Das ist natürlich alles in-game und fürs 2.0 optimiert. Da kann man das auch schön erkennen hier. Ja, kann man alles schön sehen. Moin Schnüffken, willkommen im Stream. Wir haben hier schon im Freelancer Rework das Cockpit gesehen und jetzt sehen wir hier noch den Laderaum. Also haben sie sehr, sehr viel gemacht, was die Optimierung für 2.0 angeht, weil die Freelancer meiner Meinung nach ein bisschen ja, im Hintertreff gelandet, weil die Constellation halt die Vorderhand hatte bei der ganzen Optimierung. Aber wie wir sehen, es sieht sehr, sehr schön aus und ich freue mich schon drauf, da mal mitzufliegen, obwohl ich das Ding halt nicht habe, weil es nicht eines meiner favorisierten Schiffe ist. Ja, sonstige News. Ja, auf jeden Fall haben wir noch ein paar andere News am Laufen. Mal kurz so. Ja, auf jeden Fall noch ein paar andere News. News bezogen aufs PTU natürlich. Da haben wir einige neue Sachen. Nämlich erstens, wir haben in dieser Woche, was haben wir letzten Freitag, konnten wir updaten vom C aufs D mitten in, oder von D auf E, ich glaube D auf E, mitten im Stream. Und seit dieser Woche haben wir einen neuen Patch im Laufen. Das ist PTU 2.0.0G. Und meiner Meinung nach läuft der extrem gut. Also vergleichsweise extrem gut, weil, ja, es ist halt immer noch 2.0 Alpha und es stürzt immer noch ab, aber halt nicht mehr so oft wie die vorherigen Streams, also nicht Streams, die vorherigen ja, Patches. Also das 2.0 momentan in seinem aktuellen Status sind es, glaube ich, noch irgendwie 7 große Bugs, die sie noch lösen wollen. Und haben heute Morgen auch gesagt, da sind einige, ja, schon behoben worden und ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht mitten im Stream ein Update kriegen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir das gleiche Problem wie letztes Mal. Aber ja, ich denke, wir legen gleich mal los mit 2.0 Stream. Weil, ich denke, ja, sonstige Sachen gibt es nicht. Diese Woche. Aus, doch, doch, doch. Etwas darf ich nicht vergessen diese Woche. Ich werde auch zuerst noch ein bisschen das erwähnen zu ein kleines Giveaway, was ich vielleicht heute noch machen werde. Ich meine, es steht Nikolaus steht vor der Tür und wäre doch mal lustig, wenn ich ein paar kleine Goodies hier verteile, ein bisschen Hangar-Equipment, also Hangar-Dekoration. Ich hab noch ein paar Sachen übrig. Also würde ich sagen, spiele ich heute mal ein bisschen den Nikolaus und werfe hin und wieder mal etwas raus. Mal ein schönes kleines Giveaway. Und ja, mal sehen. Aber zuerst, gestern war ja die Game Awards und da hat Chris Roberts mit Mark Hamill haben da zusammen einen Preis verteilt. Also einen Preis verteilt. Sie haben an der Game Awards einen Award vergeben und sie haben gleichzeitig danach haben sie auch noch die neuesten Star Citizen Trailer vorgestellt. Ja, der neue Star Citizen Trailer ist natürlich der Hammer. Und den zeigen wir euch natürlich auch. Mal gucken, wo ich den habe. Da. Also, viel Spaß beim Schauen des neuen Star Citizen 2.0 Trailers. Ich gucke, dass ich noch ein bisschen Ton in dem Video ankriege, weil das habe ich nicht reingebaut. So, ich sage mal, los geht's mit Star Citizen 2.0 offizieller Trailer.
So, ja, wir sind wieder da und ich hoffe, euch hat der neue Trailer gefallen. Das ist natürlich nicht unser Trailer, aber ja, das ist der 2.0-Trailer. Den haben sie versprochen und noch eine kleine News beiseite. Das ist zwar gesagt, 2.0 ist jetzt verfügbar für alle, ist aber nicht der Fall. Das ist noch ein alter Trailer, den sie gestern rausgehauen haben. Das heißt, Alpha ist noch nicht für alle verfügbar, aber für die ersten 110.000 auf dem PTU und vielleicht auch ein paar andere Ausgewählte. Aber ja. Jetzt geht's los. Ich würde sagen, 2.0 starten. Ich starte es jetzt mal. Und dann kann ich mal zeigen, was so alles möglich ist im neuen, ja, im neuen Bild. Und ja, Tobi, FPS ballern ist natürlich möglich. Also, du kannst auf Korea Station gehen und da gibt's einige Waffen zur Auswahl und ja, da kannst du andere Leute abballern. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Gegner abgeballert, sondern sie alle mich. Aber ich glaube, das liegt am Spiel. Es läuft nicht flüssig. Kann nur am Spiel liegen, natürlich. Ich bin ein schlechter FPS-Spieler. Aber sagt sich so laut. Ja, jetzt muss man gucken, ob wir hier reinkommen. Und dann würde ich sagen, hin und wieder mal in dieser Stunde, oder vielleicht machen wir ein bisschen länger. Machen wir mal ein bisschen. Ja, ein bisschen ballern. Ja, Tobi, du willst ballern. Das passt doch. Ja, kannst entweder jetzt in den Stream kommen, musst du wissen, aber ich baller mich jetzt da durch und ich lade jetzt mal das erste Spiel. Aber dafür muss ich jetzt zuerst mal hier hopp, umstellen auf Star Citizen. Ich wollte ja auch was von Action sehen, natürlich. Ich meine, geht doch nicht. So, jetzt sind wir hier. Zack, zack. Port Olisa Crusader ausgewählt und würde ich sagen mal, launchen wir. Okay, dann ziehe ich Tobi kurz runter, dann passt das. User was moved to your So, willkommen channel. Tobi. Du willst also jetzt die FPS-Action sehen. Vielleicht mit ein paar Rucklern dazwischen, aber ich bin mal gespannt. Also FPS-Action geht, aber das ist eine Station. In einer Station liegen Waffen rum und die kannst du nehmen und andere Leute abballern. Aber wie gesagt, ich hatte bis jetzt noch kein Glück, da irgendwelche Leute zu treffen, weil ich immer gespawnkillt wurde meistens. Also gespawnkillt. Ich kam die Tür rein, macht's bumm und bist weg. Weil die dich da drin vercampen. Tobi, gib mal kurz einen Rat. Was soll ich als erstes verlosen? Ich meine, ich habe ja so viele Sachen, die ich noch loswerden will. Ich glaube, den 350R verlose ich irgendwo am Schluss. Aber ich habe immer noch so ein paar Sachen übrig. Im Petto, sagen wir mal so. Was denkst du? Was wird am besten sein? Ja, Hamsasan, eine Verlosung, natürlich. Aber die mache ich dann immer wieder, wenn es mal wieder abgestürzt ist, weil ich meine, warum nicht? Oder sieht man das nicht an meinem Bart hier, an meinem Bart, dass ich der Nikolaus bin? Ich komme mit dem Sack und stecke euch alle in meinen Sack und nehme euch wieder mit. Der Star Citizen Nikolaus. Ja, Loading Game ist ja schon mal gut. Die Frage ist natürlich, wie lange Loading Game, ne, Tobi? Nee, Hamster, du musst nicht. Du wirst meinen Sack kannst du nicht gewinnen. Du wirst dann in den Sack gesteckt. So funktioniert das. Ja, jeder hat hier seinen Fetisch. Seine Fetische. Zum Glück ist der Stream 18 plus, also alle, die nicht 18 sind. Natürlich. Ja, es lädt heute aber ziemlich lange. Was ist da los? Du kommst wieder zurück in den Hamsterkäfig, Hamster. Wird auch mal wieder Zeit. Ja, ah, ich höre einen Sound. Ich glaube, es ist fertig mit Laden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, da wären wir. Eine Klorolle und ein Koffer. Aber ich würde sagen, verweilen wir nicht zu lange hier in dem Zimmer, sondern gehen wir raus und genießen die Action.
Nein, Schlüffgen, das hättest du nicht. Aber wie das Internet so schön immer ist. Ja, wir haben hier eine verschlossene Tür. Da muss ich wohl wieder ein bisschen tricksen. Aber zum Glück kennen wir schon alle Tricks. Wenn man hier nicht reinkommt, kommt man eigentlich bei den anderen schon rein. Gut, Sesam, öffne dich. Wen haben wir denn da? Aldo. Der Aldo ist mit mir in einer Schleuse drin. Ist doch lustig. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder auf die falsche. Ja, ich bin schon wieder auf die falsche Seite. Ups. Ah, ich hänge fest. Und darüber. Ich will nämlich kurz auf die andere Plattform fliegen. Moin, Captain! Willkommen im Stream. Alles klar. Ja, die Tür war verschlossen. Das ist immer wieder so ein kleiner Bug, dass die Tür zu ist. Und darum mache ich mir mal einen Trick. Wir machen jetzt mal ein bisschen EVA. Oh, bitte trifft mich nicht. Großer Balken. Nicht. Oh, bin ich schneller als der Balken? Bin ich schneller als der Balken? Come on. Genau, ein Feature. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Klar läuft. Ja, mach ein bisschen EVA, damit wir auch rüberkommen. Weil hier hinten kann man meistens dann schon ein Schiff nehmen, wo es da hinten nicht verfügbar ist. So, ein bisschen manövrieren, wo wir ja irgendwie genau auf die Tür zufliegen. Buh, es bricht dir alle Beine. Oh nein, doch nicht. Okay, hab mir keine Beine gebrochen. Ja, Tobi, hast du schon mitbekommen? Es gibt schon irgendwo sogar Cargo, ne? Ich habe den aber leider noch nicht gefunden. Scheinbar kannst du schon irgendwie Cargo in dein Schiff laden. Ich glaube, das könnten wir heute auch mal suchen und ein bisschen austesten, würde ich sagen, würde ich meinen, oder? Weil, wenn schon mal alle Features testen. So, sie sagen, öffne dich und hier müsste jetzt die Tür aufgehen. Ah, jawohl. Sehr schön. So, was nehmen wir denn? Andromeda natürlich. So. Okay, 09. 09 ist wo? Da hinten wahrscheinlich. Ja, genau, da 09. So, da wären wir. Haben wir eine Schleuse? Ja, Schnüffchen, auf jeden Fall müssen wir zusammen fliegen. Das müssen wir mal machen. Immer eingeladen, mit mir zu fliegen. So. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das hier irgendwo rum, dieses Cargo. Aber ich habe es jetzt eben noch nicht gesehen, was da irgendwie darauf hinschließen könnte, wie das aussieht. Oh, da ist ja ein Cutlass. Wo ist Hughes? Da ist Hughes. So, und rauf geht's. Ach so, auf anderen Stationen, okay. Ja, dann gucken wir die mal an, ne? Ist ja klar. Könnt ihr mir ja gerne im Chat schreiben, an welche Station ich fliegen soll. Dann visiere ich die mal an. Aber ich glaube, ich gehe zuerst mal zur Carrier Station, weil da weiß ich, dass es da FPS-Waffen gibt. Und da würde ich die auch mal ein bisschen angucken gehen. Ups, muss ich mal ein bisschen mein Mikro verrücken. Ich meine, hol das hier. Richtig hinpacken kann. Okay, Systems online, sehr schön. Starten. Schub. Schub. Ah, jetzt. Oh, knapp. Knapp, aber geschafft. So, ja, wir sind airborne, wir fliegen. Course One ist abgehoben. Ah, jo, Port Olisar war es nicht, na klar. Aber welche dann? Wir können ja hier mal ein bisschen Security Outpost. Carrier, da haben wir die ganzen Waffen, das weiß ich. Da gucken wir ein bisschen hier rum. Kovalex Shipping Hub. Was ist das?
Wir können hier noch ein bisschen gucken. Yale ist. Ich gehe mal zum Kovalek Shipping Hub, da war ich noch nie. Ich gehe da mal hin. So, anvisieren. Und ich würde sagen. Ab die Post! Quantum Drive. Airless Born, genau. Läuft. Also ich war wirklich noch nie im Kovalex Shipping Hub. Ich habe das noch nie gesehen. Wie sieht das aus? Was sieht das denn aus? So, mal kurz auf SCM schalten. Dogfight-Geschwindigkeit. Was sieht da? Ist eine Raumstation? Sieht ähnlich aus wie Port Alisa. Ich glaube, es könnte gut sein, dass das die richtige ist. Die blauen Felder, das sind alle Jump Koordinaten, die man hin, wo man hinspringen kann mit zum Beispiel hier dem Quantum Drive. Da kann ich jetzt hier so Schalter umlegen, habe ich hier überall Koordinaten, dieses blaue Viereck hier. Das ist zum Beispiel die, ja, die Koordinaten, wo man hinspringen kann mit Quantum Drive. Man kann natürlich auch, wie ich es gerne mache, einfach irgendwo hinspringen, aber das ist halt nicht so, naja, nicht so effizient. Um dann wieder eine Station zu finden, ist dann okay. Ziemlich schwierig. Ja, wo gibt es denn eine Landeplattform? Sind das hier Landeplattform? Ich guck grad mal. Kann mal gucken. Oder bin ich jetzt kopfüber? Ja, ich bin kopfüber, glaube ich. Bei Kovalex ist ein Stück kopfüber. Ja, hier gibt es Landeplattformen. Gibt es da noch mehr Landeplattformen oder nur die zwei? Ist hier voll kaputt geschossen hier die Landeplattform. Egal. Oh, nicht zu stark. Come on. Runter, runter, runter. Die Plattform ist, glaube ich, nicht für eine Constellation gemacht. Und die ist auch ziemlich kaputt. Oh. Langsam. Oh, ich glaube, ist da jetzt langsam ein bisschen noch links. Ja, ein bisschen noch rechts drin. Ich hoffe, es passt. Wie weit sind wir von der Front? Ah, da passt noch ein paar Meter. So. Bisschen nach hinten. Okay, okay, landen. Wow, 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 wow. Okay, ich glaube, das Landen. Okay, ich mach's manuell. Raus da. Aussteigen, wir leben. Okay. So, würde ich mal sagen, steige ich mal aus und explore jetzt mal diese Station. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich gehe jetzt mal durch die das Airlock durch. Ups, ab. Okay. Bin ich jetzt so ein bisschen schräg? Ups, genau. Wow. Also das ist ziemlich enge Plattform. Und ja, das dauert normalerweise nicht so lange. Geh jetzt mal hier ein bisschen einen auf Alien Isolation oder sowas machen. Ganz alleine in einer unbekannten Plattform. Hier gibt es auch keine Schwerkraft, ne? Ist alles. Hohoho, sanft. Sanft durch den schwerelosen Raum.
Ja, guten Appetit, Gebgaf. Ah, pressurized. Ja, dann will ich da doch mal reingehen. Lock it. Schade, komme ich nicht rein. Gibt es einen anderen Weg, wie ich da reinkomme? Kann ich es irgendwie aufschweißen? Also Kovalex Shipping Hub steht drauf. Ah, da ist ein Loch drin. Ah, sehr schön, dann gehe ich da mal hin. Ich guck's mir jetzt mal an. Go, go, go. Das sieht interessant aus. Ein bisschen bremsen, aber nicht zu schnell rein. Ich glaube, das hier sind meine Cargo-Kisten, oder? Die ich suchte. Oder sind die das? Oder nicht? Ja, ich glaube. Ah, ne, Star Citizen funktioniert nicht mehr. Schade. Bin ich endlich mal irgendwo drin und dann. Ja. Ja, das war gerade schwerelos. Nur mit dem Körper einfach im Weltraum rumfliegen. Ich bin aus meinem Schiff ausgestiegen. Und. Joa, ich da würde sagen, ich mache jetzt mal. Das erste Giveaway vielleicht schon. Ja, könnte man schon machen. Ja, was verlose ich denn? Das ist die gute Frage. Das Login fällt, können wir gerade nochmal machen. So. Aber Kovalex Shipping Station, da bin ich jetzt gespannt, was da drin ist. So, nochmal Random Active User. So. Also, was soll ich denn wohl verlosen heute? Ich weiß ja noch nicht. Ich glaube, ich verlose. Mal gucken, was haben wir da? Zuerst mal ein Puglisi Collection Camposi Magnus Skull. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Tier, so ein Viech. Dann drücken wir mal auf Giveaway und mal gucken, wer gewinnt. Also, viel Glück beim Giveaway. So, und los geht's. Ha! Kipgarf hat gewonnen. Glückwunsch. Es gibt's gerade Essen. Ja, schön, schön. Also, Kepgarf hat gewonnen. Sehr gut. Dann schicke ich es dem Kepgarf gleich, aber zuerst starten wir das Spiel wieder neu. So, aber das war noch nicht das, noch lang nicht das Letzte. Ich habe noch genug Sachen zu verlosen. Also, vielleicht, wenn ihr noch lange drin bleibt, kriegt ihr auch was. Sonst muss ich zuerst mal Kipka auf aufschreiben. Was war das jetzt genau? Puglisi irgendwas. Genau. Also, hat er gleich was, worüber er sich freuen kann, wenn er nach dem Essen wieder da ist. Ist natürlich genial, wenn man genau essen geht, wenn man was gewonnen hat, ne, Tobi? Tobi, lebst du noch? Scheinbar nicht. Also. Nein, ich höre dich nicht. Mein Mikro funktioniert. Ah, jetzt. Jetzt höre ich dich. Echt? Ja, super. Habe ich die ganze Zeit nichts gelabert, wa? Ja, du warst die ganze Zeit stumm. Geht doch nicht. Tja. Ja, Egal. Machen wir ich habe weiter. mich gerade eben noch durchs Weltall durchgeruckelt. Durchs Weltall durchgeruckelt. Jo. Ist noch ein bisschen buggy das Spiel, aber ist ja auch eine Alpha. Auf jeden Fall. So.
Ja, wenn jetzt irgendeine. Ja, Tobi ist da auf jeden Fall. Aber wenn ihr jetzt doch irgendwelche Ideen habt, wo ich als nächstes exploren gehen soll, ich kann jetzt nochmal versuchen, ja, da bei Kovalex reinzugehen. Ich weiß jetzt nämlich, wo ich rein muss. Ich habe den Öffnung gefunden, bevor das Spiel abgeschmiert ist. Aber ja, dann würde ich mal sagen, können wir loslegen. Hast du Kannst hier mich als doch Host gleich geladen? abholen. Dich abholen. Das wird schwierig. Müssen wir jetzt erstmal auf dem gleichen Server sein. Und dafür müssten wir gleichzeitig starten, aber das habe ich vergessen, weil ich dachte, du warst weg. Also, jo. Ja, gibt es hier auch im Chat jemand anderen als die ganzen Leute aus dem NRW? Ich glaube, das sind nur. Wow. Wow, war das buggy. Okay, ist abgeschmiert. Wieso gefällt. Oh mein Gott. Jo, also Tobi, wenn du gerade nicht gestartet hast, dann können wir nochmal starten, weil mein Spiel ist eh wieder abgeschmiert. Genauso, als ich im Bett rausgekommen bin, ist es abgeschmiert, weil die Pixel waren so Pac-Man-Style auf dem Bein, beim Bett. Bist du gerade im Spiel drin, Tobi? Weil du sagst schon wieder nichts. Tobi? Erde an Tobi? Ich bin da. Ah. Bist du beim Hauptmenü? Tobi, bist du im Hauptmenü bei Universe, wo du auswählen kannst Port Olisa Crusader? Ich höre dich nämlich immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was du machst. Okay, wenn du mich wenigstens hören kannst. Dann würde ich sagen, ich zähle einmal auf 3, dass du ja, in Port Olisa einfach reinladest. Würde ich sagen, 3, 2, 1, Launch. Und ich weiß nicht, ob du jetzt da das gehört hast oder so, weil ich höre dich nicht. Server voll. Natürlich, das ist so ein Bug. Wo ich gerade noch mal neu starten kann. Natürlich ist es noch nicht ausgereift. Das ist Pre-Alpha. Das ist das PTU. Das ist das Public Test Universe. Da kommt alles rein, bevor es überhaupt mal in die Öffentlichkeit kommt normalerweise. Und das ist alles noch sehr, sehr buggy. Aber wir wollen natürlich Constellation fliegen sehen, Multicrew und so. Darum nehmen wir das Risiko auf uns und versuchen einfach zu spielen. Weil ich meine, besser als die letzten paar Tage ist es auf jeden Fall geworden, also mit dem neuesten Bild. Man kann sofort reinladen hier. User disconnected from your channel. Jo, Tobi ist weg, dann sind wir wieder alleine. Mal gucken, wo er hin ist. Kann ja sein, dass er wieder. Ich steh mal kurz rein. Zip. User was moved to your channel. Tobi, redest du wieder? Ja, schaffe. Hörst du Ja, mich? ich höre dich. Was machst denn du? Was? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach mal neu gestartet. Okay. Ich weiß nicht, konnte ich gerade überhaupt nicht hören. Ist ja ein bisschen problematisch. Aber eigentlich kein Ding. Ja, wenn wir schon mit dem Ladeschirm sind. Tobi, willst du jetzt diesmal aussuchen, was als nächstes verlost wird? Oder bist du schon wieder gemutet? Ich glaube schon. Tobi, hast du irgendwie einen Mute-Knopf oder Push-to-Talk oder irgend sowas drin? Ich habe Push to Talk. Jetzt habe ich dich auch wieder gehört. Ja, Matu, man kann was gewinnen. Aber nur was, ist die Frage. Ich meine, das Puglisi Collection So. Camposi Magnus Skull ist weg. Ich habe noch ein Das 350R Modell übrig. Ja, 350R Modell.
Was habe ich noch? Ein Fragmentstein. Vandul Scythe Armor. Was haben wir noch? Ich glaube, das war schon. Auf jeden Fall, ich habe jetzt mal Push-to-Talk ausgestellt. Ja, jetzt höre ich dich auch. Ah, Vorher hat der Push-to-Talk auch funktioniert. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, was würdet ihr sagen? Was soll ich verlosen als nächstes von den ganzen erwähnten Sachen? Das Fishtank-Buch, hier nicht, oder? Ist das das Ich Fishtank-Buch? wäre doch, ich habe noch ein Nee. Bonusgeschenk. Freikarten für den Twitch-Stream. Freikarten für den Twitch-Stream. Ja, erste Reihe vom eigenen Rechner. Oh, das ist aber. Klingt doch gut. Ja, Kann wenn ich wir die es auch nicht gewinnen? haben. Ja, wenn du mitmachst. Frage ist, will ich das gewinnen? Ja. Tür öffne dich. Oh, jetzt komme ich sogar durch die Tür rein. Oh, und abgestürzt bei mir. Jo, das kann gut sein. Ich weiß nicht, wieso ich so viele Merlins hier habe, ey. Das ist totaler Buggy hier. Egal. So. Constellation Andromeda. Ich will es immer noch versuchen mit diesen Kisten. Ich will wissen, wo die sind. Okay, lande per 10. Da hinten. Ich glaube. Ja, Tobi, ich mache jetzt dir mal einen Gefallen. Ich fliege jetzt zuerst zur Carrier Station und beim nächsten Mal Absturz gehe ich dann wieder zu Kovalex. Redest du mit mir? Ja, ich rede mit dir. Sag ich ja, Tobi, ich mache dir einen Gefallen. Ich fliege jetzt zu Kovalex. Nicht zu Kovalex, sondern eben genau zu Carrier Station. Weil es da Waffen gibt. Ah, okay. Wo muss ich Port Olisar, ne? Auf dieselbe Kiste kommen. Oh, jetzt ist die Musik weg. Ja, der Autopilot muss mein Schiff noch landen. Komm herunter, Schiff. Lande. Komm herunter. Oh, es dauert so lange. Oh. Warte mal kurz. Das ist es. Yeah. Kann sogar meinen Charakter angucken. So. Ich glaube, das Schiff ist gelandet. Jetzt können wir auch mal ansteigen. Ich steige jetzt mal hinten ein. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Die Constellation hat so einen schönen Hangar hier hinten. Zack. Wuppa. Und schon kommt schön runter. Ha, das ist gut. Ja, und hier wollte ich ja irgendwas einladen. Aber eben, dafür brauchen wir jetzt erstmal was zum Einladen. Geschenke zum Beispiel. Oh ja. Müsste ich eigentlich mal so ein schönes Photoshop-Bild machen mit der Constellation, wo die Geschenke drin sind vom Weihnachtsmann. Mit so einem Sack hinten dran. Ja, genau, mit dem Sack hinten drauf. Ah! Warum ist mein Zimmer so unordentlich hier? Geht ja gar nicht. Ich bin gerade durch den Boden gefallen. Hilfe! Hatte ich eben auch, da bin ich aus meiner Conny rausgeglitscht. Weißt du was? Ich bin jetzt auch rausgeglitscht, muss jetzt wieder einsteigen. Versuch's nochmal. Natürlich hat mein Charakter eine Hose an, Hamster. Also wirklich. Ich will da rauf. Komm jetzt. Rauf. Da. Sehr schön. Es wäre auch, glaube ich, nicht so optimal im Weltraum ohne Hose rumzulaufen, Hamster. Nur so als Tipp nebenbei. So, dann ist es in Boah, Ordnung, ich weil das fand ist doch schon schon wieder durch warm. meine Conny. Was ist hier los? Was ist hier falsch vor allem? Ich fahre die ganze durch den Boden durch. Hat da irgendwie leichte Beine oder so, wo die irgendwie nicht durchgehen. So. Nochmal. Ich hoffe, diesmal klappt's. Komm, go, 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 go. Ich spring jetzt einmal drüber. Ich renne jetzt volle Kanne durch. Ah! Okay, geschafft. Ging. Hat geklappt. Ey, hier sind nur Profis am Werk. Nur Profis.
Heißt das, wir werden bezahlt für das hier? Okay, nee, wir sind keine Profis, wir sind Amateure. Wir verdienen nichts. Scheiße. Ja, okay, und. Ich glaube, alle Systeme online. Ja, yep. Ich glaube, müsste jetzt schon online sein. Schub. Schub, 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 schub. Okay, wir sind wieder in der Luft. Oh, oh. Ah, nein, wir haben es wieder verkackt. Die Constellation ist wieder festgebackt. Wo finde ich dich denn? In einer festgebackten Constellation. Ach da, okay, dann weiß ich, wo du bist. Okay, das ist kacke natürlich. Da gibt es nur eine Lösung, die nennt sich Aussteigen und weggeschleudert werden. Tobi, das nennt sich, nicht Tobi, Hamster, das nennt sich Ganzkörperanzug. Ja. Auf Nimmerwiedersehen Constellation, ich glaube, ich brauche eine neue. Oh, da unten rennt jemand. Sie kann fliegen. Und wir werden nie wieder ansteigen können, weil sie wieder rumbackt. Egal. Müssen wir auf den Boden gehen? Du, 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 du. Oh. Oh. Ich glaube, da sind noch ein paar Fehler in dem Spiel. Auf jeden Fall. Come on. Drück eine Taste und glitch aus dem Raumschiff raus. Und jetzt fliegt meine schöne 315 weg. Oh nein. Ich glaube, ich habe mir beide Beine gebrochen. Jo, hier unten rechts die Anzeige. Zeigt schon an, meine Beine sind gelb. Ob ich jetzt chinesische Beine habe? Nein, das ist nicht rassistisch. Die sind aber nur leicht verletzt. Vielleicht habe ich sie mir auf Stau. Das sind Asiatenbeine. Ja, genau. nee, die ist weggebackt. Die ist weggebackt und hat mich rausgeschleudert. Das heißt, ich kann sie nicht mehr fliegen und ich kann sie auch nie mehr einholen können, weil sie jetzt einfach irgendwie durch den Raum schwirrt und irgendwie nicht einsteigbar ist. Also, nee, ich würde da nicht mal einsteigen. Können ja auch mal die Gladius nehmen. Ja, ich nehme jetzt die Gladius. Constellation haben wir jetzt zweimal genommen, jetzt nehmen wir die Gladius. Können wir ein bisschen den Rest der Station angucken. 02 müsste hier sein, genau. Hey, wenn du auf dem gleichen Server bist, dann schwebe ich jetzt gerade zu hier. Also, kommt drauf an, schreibt mal was im Chat, dann sehe ich das. Von den Chat. F12 machst du den auf. Aber ich denke nicht, dass du im gleichen Server bist. Es gibt nicht so viele Server. Hat mal was geschrieben. Nee, das ist nix. Aber ich krieg eine Antwort. Natürlich kriegst du eine Antwort, es sind genug Leute drauf. So. Jo, hier. Ah, da kommt sie ja schon. Sehr schön. Ich glaube, die Constellation können wir immer noch ein bisschen angucken. Die ist hier irgendwo auch noch. Da, ja, da hinten ist sie. Die schwebt da immer noch. Egal, haben wir jetzt zwei Schiffe. Hornet. Ja, Tobi, nur so ein Tipp. Wenn er eine Hornet ist und sie nicht dir gehört, musst du zuerst warten, bis er eingestiegen ist, bevor du ihn kapern kannst, ne? Sonst kommst du nicht Echt? Rein. Dann warte ich mal. Okay, okay, okay. Und starten. Wow, es ruckelt. Starten. Starten. Ja, ich glaube, will ich starten. Starte! Oh doch, jetzt. Ich mach voll auf Boost. Da geht er. Nee, jetzt Crusader wollen wir nicht. Cry us to service auch nicht. Da wollen wir auch schon mal. Genau, ich war zur Korea Station. Die ist ganz irgendwo hinten links. Genau da. Security Post Career, da wollen wir hin. Upsa. Okay, nicht wegdriften. Gegenschub.
Einfach nur sauber schön. Also irgendwie ist es manchmal echt ziemlich buggy, was den Gegenschub angeht. Das heißt, du gibst irgendwie eine XYZ-Achse eine Beschleunigung. Da kannst du Gegenschub geben, aber fliegt einfach weiter. Mal schön mal Außenansicht so. Zack. Okay, Achtung, fertig, los. Da wollen wir hin. Okay. Also können wir das nicht sehen, aber so. Was macht er hier mit seiner Conny? Gleich ist die kaputt. Ja, wo sind wir denn? Ich glaube, ich bin irgendwo im Nirvana gelandet. Ich bin, glaube ich, weit, weit entfernt von jeglicher irgendwie menschlichen Zivilisation. Okay, das sollte ich diesmal mal zielen. Ich mache nochmal hier hin. Gucken, ob ich richtig lande. Wow. Wow. Ist das Career? Ich hoffe es. Ist das hier Career Station? Muss wohl sein. Warte, ich guck mal kurz. Jo, genau, Career. Sehr schön. Rear Shield under fire. Was? Rear Shield? Nein. Okay, okay. Landen. Boah, ich sitze hier bei jemandem in der Pony drin und. Ey, der Pisser schießt auf mich. Kann ich fliegen? Alter, bist du nicht mal ganz dicht mit deiner. Oh. Der Typ ballert mich ab. Weißt du was? Wer mich abballert, kriegt eins selber auf die Nüsse. Wahrscheinlich habe ich die Raketen nicht mal getroffen. Stirb! Irgendwie war das ziemlich strange. Ich konnte nicht zielen, ich konnte nicht drehen, ich konnte nur schießen. Okay. Ich hoffe, ich schmerze das Spiel jetzt nicht ab. Es war sehr, sehr, sehr unflüssig. Wo sind wir jetzt wieder? Gucken irgendwie an die Wand. Aber ich kann mich nicht bewegen. Dreh dich. Wo zur Hölle bin ich? Im Weltraum. Ah, okay, da geht's raus. Es ist richtig komisch am Bangen gerade. Ja, bei mir ist das richtig schlimm mit dem Ruckeln. Weißt du, der eine ballert da rum, ne? Ballert mich ab. Ich baller zurück. Meine Raketen kommen nicht an. Meine Schüsse kommen nicht an. Alle Türen sind wieder zugebackt. Läuft. Da steht eine 315p. Lass mich herein. Lasse mich herein. Nein, tut er nicht. Dann lass er mich heraus. Tobi, eigentlich müssen wir bei einer 315 mal testen, wie viele Leute wir da reinladen könnte. Da fehlen uns auch noch ein paar Leute zu. Stimmt. Können wir ein paar Leute anheuern hier. Im Server gibt es doch genug Leute.
Müssen wir aber erstmal wieder auf demselben Server sein. Auf jeden Fall. Ich weiß was, ich steige einmal bei diesem Typen hier bei der 315 ein, weil er nicht schon abgehoben ist. Ah, der ist noch da. Hey, ich klaue ihm sein Schiff. Nein, tue ich nicht. Aber ich will aber mitfliegen. Oh. Du weißt ja, die Keus unterstützt keine Piraterie. Das ist keine Piraterie. Na gut, dann unterstützen wir keine Fahrgemeinschaften. Ach, Lernen wir daraus. verdammt. Fahrgemeinschaften, wenn ich einfach nur mitfliegen will. Ja. Ich lege mich einfach auf sein Bett. So. Ich steig einfach mal ein. Steig ein. Ich will auch mal mitfliegen mit dir, Typel hier. Geh rein. Wieso buggt das jetzt wieder rum? Ja, frag mich was Leichteres. Ich bin in der Wand eingeklemmt. No! Yo, also das hier. ja. Okay. Ich glaube, ich muss es kurz neu starten. Nee, das ist nicht gerade so gut gegangen. So, nochmal. Nochmal neu starten. Ja, ich verlos jetzt mal was. Wie wär's? Schreibt mal in den Chat, was ihr gewinnen wollt. Ich habe das vorhin mal erwähnt. Und ja. Eine Twitch-Freikarte. Nein, keine Twitch-Freikarte. Ihr habt die eh schon alle. So. Also, in den Chat mit den Vorschlägen. So, Universe. Also ich bin jetzt im Hauptmenü, Tobi. Können wir versuchen, um den gleichen Server zu kommen. Müssen wir nur gleichzeitig auf Port Olisar klicken. Moment, kann ich nur um Stunden handeln? Jo, mach das mal. Ich mach so lange mal kurz ein Giveaway. Also wenn keiner Vorschläge hat, dann verlose ich auch nichts. Also so einfach ist das. Wieso sollte ich was verlosen, wenn keiner was gewinnen will, ne, Tobi? Wie gesagt, zur Not die Twitch-Freikarten. Ja, Da die ist jeder ein Twitch-Freikarte. Gewinner. Da ist auf jeden Fall jeder ein Gewinner. Ui. So, also ich wäre soweit. Sag das mal meinem Star Citizen, dass du so weit bist. Habe ich schon gesagt. Ja, du nimmst alles, Tobi. Oder So. Twitch-Freikarte und Hamster nimmt alles. Okay. Ja, ich bin fertig. Port Olisar. Jo, also bist du auf Port Olisar B49, ne? Ja. Okay, dann 3, 2, 1 und Launch. So, es lädt schon mal. Stanton 2 Crusader. Hamster, du musst dich für etwas entscheiden. Du kannst nicht alles nehmen. Die verlose ich aber nicht, die Hose. Die bleibt da, wo sie ist. Ah. Naja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht kommt ja noch ein anständiger Vorschlag. Ne, Socke verlosen wir auch nicht. Verlos doch deine HI. Ich vergiss es. Nicht. Wir verlosen nur kleine Sachen. Hangar-Flares. Hangar-Flares verlosen wir. Ach so. Bis unser Kanzler oder unser Wing Command wieder mal was zum Verlosen freigibt, gibt es nur kleine Sachen von mir. Ah, Ach so, Timeout, scheiße.
Bei mir genauso. Okay, dann Spiel neu starten und nochmal versuchen. Echt, da muss man spüren, neu starten. Ja, aber das Blatt hängt. Nix, nix, HAL-I. Ich habe kein Minimodell von der HAL-I, also vergiss es. Vergiss es. Ja, die Idris, ne? Die hätte ich auch gerne, aber ich habe keine Idris. Ich weiß nicht, was ich für Fantasien habe. Ja, eine Javelin. Ich will auch eine Javelin. Also, wenn ihr eine Javelin habt und sie mir sponsern wollt, natürlich, gerne. Ah, Login failed. Also nochmal neu starten. Wie, hast du nicht aus Versehen eine Javelin gekauft? Ja, eine Hyopie da auf dem Black Market. Eine Javelin. Bist nicht mehr ganz dicht. Ja, mir aus Versehen eine Javelin gekauft. Die war zwar nur 30 Sekunden lang verfügbar und ich habe dafür 2.500 € bezahlt, aber es ist aus Versehen passiert. Genau. Nee, nee, nee. Sowas geht nicht. Also wenn jemand sie mir schenken will, gerne, aber nee, selber nee. Ich muss mein Geld für andere Sachen ausgeben. So, also ich wäre wieder soweit, Tobi. Ja, Moment. Den Mustern, das ist schon mal gut. Hier gibt es keine ganzen Schiffe, Hamster. Muss ich mit dem, was du kriegst, zufrieden geben, wenn du überhaupt was kriegst? Ich meine, das Glück ist nicht auf jedermanns Seite. Wie Hosen, genau. Oh man, oh man, oh man. Das artet hier wieder aus, Hamster. Und du und deine Hosen. Die Frage ist, hast du eine Hose an? Scheinbar nicht. Sonst würdest du ja nicht drauf rumreiten. So, ja. Oh, mein Spiel ist Dein Spiel abgestürzt. ist abgestürzt, meins noch nicht. Aber ich würde sagen, ich wähle jetzt selber aus, weil keiner hier irgendwie auswählen kann oder sich irgendwie entscheiden kann. Ich würde sagen, ich nehme das Fragmentstein-Ding hier. Vasli Fragment Stone heißt das. Toll, verlosen Stein. Ja, ein Stein. Ich verlose ein. Seriös? Ich verlose jetzt einen Stein. So, ist schon mal notiert. Die Frage ist, wer gewinnt den Stein? Ich würde mal sagen, Mann. Hamster gewinnt den Stein. Wer will den ominösen Stein haben? Den Stein der Weisen. Der so selten ist, dass man ihn an keinem Strand findet. Schon wieder ein Connection-Error. Ja, einfach Hallo. nur noch neu starten. Dann Natürlich, wäre hier siehst noch du, den wenn du schon Stein einen hast, ist verlost. er gut in der Sammlung. Eben. Ein Stein zu viel ist nie falsch. Kannst du Da, bei da dir kannst du immer Stonehenge machen? sagen, wir haben Steine, aber ich habe den Stein. Ey, so einfach ist das. Oh mein Gott, das Niveau sinkt. Das Niveau sinkt, aber das stört nicht weiter. Wir starten jetzt das Giveaway, würde ich sagen. Oder ich starte das Giveaway. Soll ich jetzt mal hier? Ja, Steine schmeißt man doch besser. Ist doch eher ein Throwaway oder so, ne? Ein Throwaway, also ich throw jetzt mit Backstein hier. Also, Random Active User, ich würde sagen 3, 2, 1, let's go. Und ja, dann viel Glück und. Hamster poste ich den ganzen Chat voll. Mein Gott. 20 Nachrichten nur von Hamster sehe ich hier. Alle anderen Leute im Chat dürfen sich auch gerne ein bisschen einbringen. Ich will nicht nur Hamster sehen. Darf zwar gerne beide posten, aber. So. Okay. Random Active User. Und los geht's. Tobi hatte gewonnen, Tobi! Soll ich nochmal Boah, verlosen oder willst du gewinnen? nein, ich bin so großzügig und es kann jemand anderes einen Stein haben. Möchtest den Außerdem sagst Stein. du. Also willst du den jetzt haben oder willst du ihn jetzt nicht haben? Hey, verlosen doch mal. Bei einer 350R hätte ich ja gesagt. Das ist 350R-Modell, ne? Nicht das Schiff an sich. Also, Tobi hat sich umentschieden, er will den Stein nicht. Nochmal Bestätigung, Tobi, willst du den Stein nicht, dann drehe ich hier das nochmal. Nein, ich will keinen Stein. Okay, er will keinen Stein, also mache ich nochmal. Und Hamster, es war zu erwarten! ja, Hamster, du hast einen Stein gewonnen! Ein Stein! Ja, wer hätte es geahnt, genau. Ja, sehr schön. Hamstersand.
So, ist notiert. Oh ja, die Steinsammlung wächst extrem an. Ich meine, wer keinen Stein hat, der hat keinen Stein. Tja, so, Tobi, wie weit bist du mit dem Laden? Bist du wieder Ja, soweit? ich bin bereit für Port Olisar. Okay, dann würde ich sagen 3, 2, 1, Launch. Eins. Oh, wir haben das Ladegeräusch. Miep, miep, miep. Ja, ich überlege die ganze Zeit, ist das ein Bug oder soll das so sein? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das soll so sein, aber nicht irgendwie so lang oder so. Ja. Lag bei 100%. So, wirklich so schlimm? Ach was, lass ihn noch mal was gewinnen. Freut er sich auch mal mein Leben hier, der Hamster. Der Hamster muss hamstern. Genau. Bald Winter, der Winter naht. Der Winter naht und sein Winterspeck muss aufgefüllt werden. Aber es ist wie so ein Eichhörnchen in Löcher vergraben. Nüffe? Ja. Welche Nüffe? Was? Was? Kennst du das nicht? Nein. Dann Meinst du das, google mal. wo er sich die Nüsse in den Mund steckt? Nüsse, Nüsse. Genau, du hast es erfasst. Ja, ich hab's doch noch erfasst. Man kann nicht So, ich alles mache hier haben, aber gerade ich hab's doch auf. noch erfasst. Endlich mein aufgeräumtes Zimmer. Das sah eben sah ja echt chaotisch so aus. Was bei dir? Ja. Hat's schon geschafft. Ja, ich bin Ah, ich bin drin. jetzt auch soweit. Sehr schön. So, wo sind wir denn? Ich hab mal was in den Chat, in den Lokalen geschrieben. Oh, es buggt wieder. Come on. Schaffst du's? Schaffst du's? Can you steal it? Enjoy. So, auf demselben Server. Guck mal zum Frauenklo. Wo ist denn das Frauenklo? Er ist auf der Etage. Ich glaube mal in den Gang. Bist du in den Gang, wo ziemlich offen ist, oder bist du im Gang, der ziemlich schmal ist? Ja, jetzt weiß ich, wo das Klo ist. Ich stehe vorm Frauenklo. Ja, ich auch, aber bist du es nicht. Auf dem gleichen Server. Schade. Ja. Ja, dann müssen wir wohl alleine wieder auf den Weg. Sehr schade. Ja, kommt irgendwann noch das Feature, dass man Server auswählen kann? Ist gute Frage, aber ich glaube noch so schnell nicht. Im PTU kannst du zwar nachjoinen, aber es ist ziemlich umständlich und ist meistens verbuggt. Und die Tür ist schon wieder zu. Mann. Mach auf. So. Da steht eine Cutlass. Was? Das Fenster über der Tür. Wo ist denn hier ein Fenster? Ist hier oben. Und das geht oder was? Ah ja, das geht wirklich. Wow! Hast wieder die Beine verloren. Sehr schön, Dankeschön, Hamster. Oh, all landing pads are full. Dann nehmen wir die Gladius wieder. So, A01. Da hinten. Oh, da steht er hier in einer Ecke. Was bist du für ein creepy Typ, hä? Stehst du einfach in der Ecke? Stimmt ja, ich kann hier nicht raus. Ach ja, Garvin ist wieder da. Garvin, du hast bitte was gewonnen, ne? Nein, du kriegst meine Hose immer noch nicht. Die Hose bleibt immer noch bei mir. Du kannst noch 10.000 mal fragen. Ja, und die Chance auf den Stein hat er wohl auch verpasst. Ja. Das ist halt so. So. Ich muss jetzt
Ich habe schon wieder vergessen, welche Plattform ich hin soll. Alter, mein bin ich Gott, bin ich vergesslich. Plattform 2 oder 3? Irgendwo da. Jo, der Typ hier Und fliegt. bestellst du noch mal? Nein. Nein, nein. Wow. Keine Ahnung, was der mit der Conny gerade hin macht. Aber. Ich will fliegen. Oh. Ist das meine? Ich glaube schon. Komm. Oh, nach unten. Oh. Schön die Beine gebrochen. So. Okay. Chat weg, zack. Einsteigen und ich würde sagen, da fliegen wir wieder eine große Runde hier. So. Start the engines. Aegis Combat Assist activated. Systems green. Ja, alles hochgefahren. Okay, startet mal. Upp, starten. Oh nein, Startsystem funktioniert nicht mehr. Oh Mann! Läuft, würde ich sagen. Jo. Also heute Morgen ging es auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Ich habe mal kurz reingeguckt, da hatte ich echt eine halbe Stunde ging ohne Probleme. Das ist so das Testen für den Stream. Ja, und jetzt. Es läuft gar nicht mehr. Sind wir wahrscheinlich wieder zu viele Leute online. Server wieder überfüllt oder so. Kann Ja. ich gar nicht verstehen an einem Freitagabend. Na, euch auch nicht. Also ich wäre wieder so weit, wenn du nochmal versuchen willst, bei mir reinzukommen. Nee, ich lasse es lieber. Okay, Das gut. funktioniert eh nicht. Dann versuche ich nochmal alleine. Es ruckelt bei mir schon, wenn ich nur durch eine Tür gehe. Hast du immer noch nicht deinen Zocker-PC, oder was? Nee. Dann muss ich mir noch eine neue Grafikkarte holen. Okay. Ja, passt ja auch. Ja, wie lange geht der Stream eigentlich noch? Ja, das ist ein PTU-Stream, der ist meistens Open End, also eigentlich so lange, wie ich Lust habe. Und ich denke, ja, wir gucken uns noch ein paar schöne Sachen an. Und ja. Willst du noch ein paar Mal den Neustart-Simulator? Auf jeden Fall der Neustart-Simulator, also ich bin schon, ich glaube, ich muss schon fast zugeben, ich bin der Weltmeister im Neustart-Simulator. Im Blackscreen-Simulator bin ich, glaube ich, Vizemeister, aber läuft hier schon ziemlich gut. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt hier noch mal dieses Spiel ein bisschen zum Laufen kriegen. Ich meine, ich will ja noch ein bisschen Action hier machen. Ein bisschen entweder Waffe aufbekommen oder ich will dieses Kovalex Shipping Hub rein. Ich will das jetzt mal angucken. Schon wieder ein Error. Na, komm an. Starte das Spiel. Komm. So. Ich hoffe, vielleicht geht's jetzt nochmal. Also bei. Vielleicht für alle, die noch nicht so genau wissen, wo sie im PTU was finden können. Also es gibt drei, sage ich mal, große, vier Sachen, die sehr, sehr interessant sind, um anzuschauen. Ja, danke schön, Schnüffgen. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Also, es gibt vier Sachen, würde ich sagen, die interessant sind im PTU anzuschauen, wenn ihr das erstmal ins PTU reinladet. Das ist ganz sicher mal die Kovalex Shipping Station, haben wir jetzt gerade angeguckt. Dann Cryastro, das ist zum Betanken und Reparieren eurer Schiffe. Dann haben wir noch den Jota, glaube ich, Jota-Mond oder sowas. Das ist ein Asteroidenfeld, auch sehr interessant. Und dann haben wir noch die Korea Station, also Korea Security Outpost. Weil da gibt es die ganzen FPS-Waffen und noch mehr Sachen. Jo, und wir haben immer noch einen Localized Error. Schade. Zack. Da gibt es also die ganzen FPS-Waffen auf der Korea Station. Und da könnt ihr euch dann auch, also mit einem normalen Maschinengewehr oder so, kann man sich da auch rumrennen und da andere Leute abschießen.
Man kann auch da die Waffen mitnehmen und dann irgendwo anders rumballern, das geht auch. Und was meine liebste Beschäftigung ist im PTU eigentlich, ist einfach nur Random Jumps machen. Das ist auch manchmal ziemlich witzig. Weil im letzten Patch war das, da gab es bei der Constellation zum Beispiel keine Angaben mehr, wo die Jump Points sind. Also das konnte man nur Random Jumps machen, um irgendwie die Ziele zu finden. Und da kann man sich schon ein bisschen aufs Exploren einleben. Und da kommt man, ja, da kommt man schon ein bisschen ins Gefühl von Weltraum ist eigentlich schon ziemlich leer, ne, Tobi? Ja. Ja, der Ladeschirm-Simulator. Ich hoffe, wir kriegen es heute nochmal schön hin, mal ein bisschen was zeigen können. Muss schon fast dieses Jeopardy-Theme hier einbauen. Das ist die ganze so dünn, 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 dünn im Ladeschirm. Oder so Liftmusik. Das wäre auch mal was. Liftmusik. Ja, Liftmusik hört sich aber ein bisschen so an als dieses. Und nicht diese Telefon-Dauerschleifen so. Die sind schrecklich. Die gibt es ja meistens bei irgendwelchen Internetanbietern. Wenn du da in die Warteschleife kommst, bist du so 2 Stunden lang in so einem Kackding. Ja, und immer das gleiche Lied, eine Endlosschleife, wa? Oh ja. Und dann immer so richtig scheiß Unterbruch immer. Und dann fängt es wieder von vorne an. Die haben es nicht mal richtig hingekriegt, dass es eine schöne Dauerschleife ist. Joa, also das ist jetzt schon ein ziemlich langer Ladeschirm. Vielleicht hoffen wir, dass wir überhaupt noch reinkommen und nicht schon wieder abgeschmiert ist. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's auch nicht. Ja. Also ich müsste eigentlich schon fast machen wie ein paar andere Star Citizen-Streamer, so einen Absturz-Counter einbauen und längste Spielzeit und so. Habe ich letztens geguckt beim Bad News Bureau und da macht das die ganze Zeit. Ist ja auch ziemlich witzig. Ich meine, das Spiel ist ganz cool, aber die Ladeschirme nerven schon ein bisschen. Ja, die ist nicht schlimm, aber GTA finde ich schlimmer momentan. Ja, GTA? Ja, das ist doch der Ladesimulator schlechthin. Okay. Weiß nicht. Bei mir geht's eigentlich. Schlimmsten finde ich ja, dass man da von Ladeschirm zu Ladeschirm wechselt. Ist aber hier auch so. Da hast du erst den einen Ja. Ladeschirm, dann den zweiten und dann den dritten. Und dann kommt erst die Aufstehsequenz. Ist auch schon interessant. Ja. Lädt es heute noch? Ich bin nicht so überzeugt. Ja, doch. Man muss nur kritisieren, dann läuft es auf einmal. Ja, Klopapier und eine Kiste. Passt. Port Olizar. Und wieder runter. Wenn ich jetzt immer so reingehe, das ist viel kürzer. Ah. Ah. Mal gucken, ob die Constellation noch geht. Oder ob es voll ist. Boah, die Ladezeiten sind echt nur 9. Also sie müssen an ein paar Blockern müssen echt noch arbeiten, dass die der serverbasierte Lag einfach so ziemlich übel ist. Ja, der ist furchtbar. Das merkst du richtig, es haben dann alle gleichzeitig auf dem Server, haben wir letzte Woche auch erfahren, haben auch gesehen, dass wenn du zusammenspielst, dann kannst du richtig sehen, alle haben den gleichen Lag. Und auch genau zur gleichen Zeit. Okay. Sind die noch ein bisschen unterdimensioniert, wa? Nee, das ist nicht unter dem Sinn, das sind irgendwelche Bugs, dass da irgendwas nicht stimmt. Da haben wir eben gesagt, die haben da so einen Flaschenhals drin und da müssen sie irgendwie wegkriegen. Dass sie da irgendwie die Serverleistung irgendwie sich selber blockiert. Okay. Oh, da kommt jemand. Angeflogen. Zu meinem Schiff. Und einsteigen. Oh, zu weit. Komm hoch mit dir. Sup.
Und einsteigen. Oh, das kommt noch jemand durchs Dach. Jo, läuft bei dir. Was machst denn du hier? Komischer Vogel. Fällt da einfach durch mein Dach durch. Was soll der Scheiß? Hä? Hat ein MG auf der Brust? Ey, ist mein Sitz. Geht's noch? Wieso kann ich jetzt nicht einsteigen? Nur wegen dem. Hallo. Alter! Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Okay. Oh, jetzt gehe ich ins Geschütz rein, oder was? Da will ich aber nicht rein. Ich will nicht ins Geschütz. Okay. Scanning. Ja. Ja, toll. Was passiert, wenn irgendwelche Idioten ein Schiff klauen? Ja, dann ist es weg. Nein, ich stand drin und ich konnte nicht einsteigen, aber der konnte irgendwie einsteigen. Und jetzt wurde ich irgendwie durch mein eigenes Schiff umgebracht. Ja, mir ist auch schon aufgefallen, die meisten können nicht fliegen. Ja, das ist schon oft der Fall. Das ist, ich nehme jetzt einen Einsitzer. Selbst bin ich nicht mal mehr aus meiner Kabine raus. Hallo. Ich will raus. Hallo. Geht scheinbar nicht. Was nennt man Entführung? Wird das ernst nehmen? Entführung? Ja. Dass ich nicht mehr aus der Kabine rauskomme? Ich. Das ist Freiheitsberaubung, nennst du das. Nicht Entführung, das ist Freiheitsberaubung. Hallo, ich bin hier raus. Mach mir die Tür auf, ich würde die gerne raus. Ich werde hier ins Bett usen. Steht er wieder neu auf? Vielleicht komme ich jetzt raus. Oh, no server lag, no server lag. Nein, komm an, komm schon. Boah, ist da hart. Komm schon. Nope. Nope, er will mich nicht rauslassen. Ich wurde eingesperrt. Ja, dann haben wir Zeit, ein bisschen die Kabine anzugucken. Was ist das denn? Ach, ich glaube, das ist ein Murray Cop Bild. Oh, und das ist da. Was ist das? Das ist irgendwie, keine Ahnung. Sartaball Professional League, genau, Sartaball. Ja, also ich komme hier nicht raus. Ich glaube, jetzt machen wir mal zurück zum Menü. Das stürzt wahrscheinlich. Stürzt eher ab, wenn ich zurück zum Menü sage. Oder? Ja, stürzt ab. Ich starte jetzt nochmal. Ich würde sagen, das ist mein letzter Versuch, mal irgendwo hinzukommen. Ja, ich glaube, wir sollten mal. Patch Z abwarten von 2.0. Ja, Patch Z vielleicht. Ja, möglicherweise. Ey, aber ich hatte schon ein paar richtig geile Runs, also im PTU. Da ging es wirklich eigentlich gut. Aber leider ist das halt nie zur Zeit, nur wo du halt die meisten Leute spielen. So, versuchen wir es nochmal. Ja, nächste Woche gibt es auch leider keinen Stream, also da muss jemand übernehmen. Macht wahrscheinlich eh keiner, also. Ja, keiner kann das so gut wie du. Was mache ich denn Spezielles? Ich laber einfach nur Scheiße. Ja, und startet das Spiel neu. Also, so viel Energie und Motivation, ein Spiel neu zu starten, hätte ich nicht.
Ich spiele den Dauer-Ladeschirm-Simulator. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung, aber es geht. Es ist machbar. Ich muss heute Abend eben wieder was anderes zocken. Ein bisschen zur Abwechslung. Landwirtschaftssimulator kann man noch mal zocken. Den Landwirtschaftssimulator. Nein, danke. Ich glaube, heute Abend könnte ich mal ein bisschen einen Autosimulator oder so spielen. Was habe ich noch? Ah, irgendwas, wo nicht so viele Ladeschirme. Ich könnte auch eine Runde Destiny spielen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ganz gemütlich. Destiny. Ja, ganz gemütliches Spiel. Na, kennst du? Was? Destiny. Ja, kenn schon. Zocken ist ja nur für die Xbox. Nee, auch für PlayStation. Ah, ich hab's geschafft, Echt? ich bin im Spiel drin. Ich hoffe, Für er lässt mich jetzt solche. aus meinem Bett raus. Ja, er lässt mich frei, sehr schön. Also, mein letzter Run. Run für Gerechtigkeit, für Freiheit, für die Menschlichkeit oder wie auch immer. Ich gehe einfach hier raus. So, Sesam, öffne dich. Was mache ich denn? Nehme ich die Constellation oder gehe ich auf Nummer sicher und nehme die Gladius, weil das nur ein Einmannjäger ist. Ich nehme die Gladius. Ich gehe das Risiko nicht ein, dass mein Schiff wieder gekapert wird. 03, okay, los geht's. Ich versuch's jetzt echt mal in das Kovalex Sh Shipping Hub da reinzukommen, weil das war ja auf, da kommt man rein. Guck ich mir jetzt mal an. 3333, da. Oh, ich hab eine Cutlass. Lasst meine Gladius in Ruhe. Verschwindet von meiner Gladius. Das ist meine Gladius. Verschwinde, du Wicht. So. So, schöner Kampfjäger. Und los geht's. Da hat sich gerade die Schrift verschoben. Aegis Combat Assist activated. Systems green. Contact. Landing gear retracted. AP deactivated. Contact. Wow. Okay. Wo ist Kovalex Shipping, hä? Da ist es. Contact. Contact. Begin scan. Okay, anvisiert und kommt rüber. Diesmal mache ich schön und ich werde das Ding nicht versuchen zu landen, sondern einfach davor parken. Piu, piu, Laser! Okay, da ist keiner in der Nähe. Guck mal das Ding mal ein bisschen von außen an. Also da ist eine Öffnung. Sieht auch aus wie die einzige Öffnung auf dieser Höhe. Jetzt müssen wir nur da hoch. So, Precision Mode. Schön langsam dahin. Ich packe jetzt einmal Schiff vorm Fenster. Ich meine, wieso landen, wenn ich auch einfach parken kann? So. Okay. Schiff geparkt und aussteigen.
Opa. Tobi, kannst du mal kurz in der Steuerung nachgucken, wo hier das ist mit dem Magnetstiefeln? Was, B? Oder M? keine Ahnung. Ich gehe mal weiter. Deck 1. Ja, B. B ist für Magnetic Boots. Geht nicht wirklich. Tut's nicht. Als Option. Keybinding und Foot. So. Mag Boots B. Ja, ich erzähle hier schon keinen Scheiß. Ja, aber funktioniert nicht. Mag Boots! Ja? Mag Boots? Mag Boots? Ja? Ja? Manchmal tut das, ja. Manchmal ja, tut es nicht wirklich. Was kommt davon, wenn man sich Billigschuhe kauft beim Deichmann. Da kommt sowas da raus. Meinst du? Mann, das sieht ja echt geil aus, Mann. Hier in dem Raum. Was ist das hier? Journal Entry Added. Cool. Dieses Feeling hier drin, ne? Boah, hier ist ein Lift. Ich geh jetzt in den Lift rein. Ja, sehr schön. Geht weiter. Ja, jetzt fliege ich nach oben. Will ich aber nicht hin. Boah, das ist echt creepy feeling, als ob hier vielleicht so ein Alien um die Ecke kommt, Mann. Hey babe, I just got the package you sent. Thanks a million for the Mobi mod. It is incredible. Sorry for the noise. The crew surprised me with a shindig. Ja. 97 Grad Celsius. Ist gerade ein Quantum Drive bei mir angekommen. Okay. Das ist also oben. Ich gehe jetzt mal nach unten. Ich habe das Licht angemacht. Mal gucken.
Skandal, aha. Constellation Phoenix. Kann ich hier irgendwie die Türen aufmachen? Ich glaube nicht. Wo bin ich jetzt wieder? Ich glaube, ich bin noch im Kopf. Gehen wir mal drin rum. Jippa. Und das. Ist jetzt richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, ich nehme mal die Waffe raus. Dass irgend so ein böses Alien kommt und mich auffressen will. Deck 2. Ist kein Fenster drin? Ja doch, nein. Mal hier hin. Ja, da war ich, glaube ich, vorhin hier. Nein, nein! Ah! Okay, ich fliege weg in rasender Geschwindigkeit. Das ist, glaube ich, Max-Geschwindigkeit. Also, ja. Ich fliege gerade mit voller Pulle gegen Sonne, glaube ich. Ja, und die Station verschwindet. Immer weiter. Echt bremsen? Bremsen. Bremsen. Kommt's wieder näher? Schade, schaffe ich es noch zurück, Tobi. Denkst du, ich schaffe die 11 Kilometer zurück? Ein Jetpack, null Probleme. Ich bin gerade Gas irgendwie geben. weggeschleudert worden, wie so ein Gummiball. Sieht schon schön aus. Ich bin halt im Weltraum. Ganz alleine. Ja, was denkst du, wie lange ich noch fliegen muss, bis ich da angekommen bin? Oh, das wird eine Weile dauern. Ich glaube, da kannst du nächste Woche Freitag fortsetzen. Also, ihr habt's gehört. ja, to be continued. Okay, wenn es sich schon vorher hat abstürzt, ne? Ja, doch nicht abgestürzt. Also es kommt auf jeden Fall näher. Jetzt kann man eigentlich schon fast das Star Trek Intro laufen lassen. Das von der von Star Trek Enterprise, der schlechtesten Star Trek-Serie, die es gibt. Kennst du die, Tobi? Was? So schlecht ist es auch nicht. Ja, mir gefällt es aber nicht. Ich meine, die ganze Stimmung da ist nicht mehr so wie im Original. Gut, das hast du ja schon bei Voyager und so was nicht gehabt. Ja, aber Voyager hat trotzdem noch so ein bisschen Flair, was irgendwie doch noch cooler ist. Der Inhalt war top, aber die Besatzung oder besonders die
Captain Marvel. Oh, jetzt ist es abgestürzt. Jo, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, beim nächsten Mal ist es besser. Also leider nächste Woche kein Stream, das fällt nächste Woche aus, aber die Woche drauf ist wieder Stream. Also verpasst nicht, die Woche in übernächste Woche einzuschalten. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und man sieht sich im Verse. Ciao!